Ja, ich bin's. Critten. Destiny. Ich weiß, mein Schiff sieht einfach aus wie ein verdammter Witz. Ich dachte mir einfach, ja, nehmen wir so ein richtig großes halt eben. Und was für ein Shader? Komplett grell pink. Ich entschuldige mich, falls die Videoqualität etwas schlecht ist, aber naja. Was ich machen will, was ich an den Schauen nicht direkt, ich gehe einfach da ein bisschen auf Turm. Jedenfalls ist ihn. Ja. Destiny. Ja. Ich weiß. Ich sehe ein bisschen aus wie ein verdammter Witz. Mit dem Reisenden im Hintergrund, perfekt. Das stimmt ja. Nichts ist so unvergleichlich wie Ach, denn für dieses gesamte Zeug, das man in diesem Spiel macht, echt interessant. Ah, Seraphit, Dankeschön. Falscher Knopf. Schon wieder. Ja, ich mach vielleicht dann noch irgendwas oder vielleicht einen Strike oder so. Was die Maschinenpistole, perfekt. Schwert. Schrotflinten, natürlich. Habe ich einen davon im Inventar? Nee. Ich habe Maschinenpistole, eine Maschinenpistole und ein Schwert. Und ein verdammt schlechtes Scout-Gewehr, das ich. Vielleicht kann ich eine wiederherstellen. Ah, sad. Geht doch nicht. Naja, was wir machen könnten. Ich könnte zu dieser einen Amanda gehen, die keiner mag. Seltsamerweise. Ich weiß nicht, warum die irgendwie keiner mag, aber. Trotzdem sad. Und dann können wir vielleicht mal gucken, irgendwie von der einen. Irgendwie eine Kampagne machen oder so. Und wenn wir mit einer Kampagne anfangen, weil ich habe schon zwei davon, einmal Rote Legion und. Irgend sowas hier mit den Osiris. Kriegsgeist, stimmt, das war ja das andere noch. Ahoi. Servus. Gib mir jetzt ganz verdammte Kampagne. Danke. Und immer Messer Eis und scharf Schatten, Questschritt. Kann ich irgendwie Cutscenes davon? Ah. Stimmt ja. Zurücklassen. Warst du in letzter Zeit mal in der Stadt? Es hilft zu sehen, wofür man kämpft. Soll ich Musik anmachen? Nicht. Freundlicher Hüter hatte um Hilfe auf dem Mars gebeten, helfen dabei, die abgeschossenen Kriegssatelliten zu untersuchen, eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Ja. Also schon. Ich könnte das eigentlich auch mit Freunden machen, allerdings habe ich keinen Bock dazu. X-Satelliten bei Mars aus dem Orbit fallen, sind die Oh Gott, natürlich auf dem Weg dorthin. Ich berechne eine lange Kurve. Ich mag einfach meinen Charakter nicht, er sieht einfach nur so unansehnlich auch aus. Das ist der private Vorhutkanal. Idee, hört mich jemand? Vorhut Zugangscode 0306. Weg von meinem Eis, du Eis! Hüter fordert Verstärkung an! Wiederhole, ich brauche hier unten Verstärkung! Diese Frequenz ist für offizielle Vorhutgespräche reserviert. Wer immer du also bist. Ach, Goldig, du hast einen von den verklemmten Geistern abbekommen. Verklemmt? Hier sind die Koordinaten für eine sichere Landezone. Beeilt euch! Okay, aber dafür haben wir einen bei dir gut. Ich würde euch nicht herbitten, wenn es nicht echt notwendig wäre. Die gefährlichste Waffe im System befindet sich auf diesem Planeten und eine Schar-Armee will sie zerstören. Ich brauche eure Hilfe. Und ich hoffe mal, diese Kampagne dauert genauso lang wie irgendwie die erste der Rote Armee-Zeugs. Naja, trotzdem finde ich das Spiel einfach nice. Ich hätte ja auch. Schön, ja, Animal Crossing wäre ja. Animal Crossing New Horizons wäre ja auch nicht schlecht. Das Spiel, was rausgekommen ist, am gleichen Tag wie du. Oberfläche erreicht, Hüter. Was ist dein Status? Bist du in Sicherheit? Nein. Im Moment schon. Aber zwischen uns und der Clovis Bray-Einrichtung liegt eine ganze Menge nicht so sicher.
und wir müssen da rein. Miau. Was gibt es denn so Wichtiges da? Kriegssatelliten wie der, der dich bei deiner Ankunft fast erwischt hat. Seitdem ich hier bin, regnen sie vom Himmel, was normalerweise nur eins bedeutet. Rasputin? Die beste Waffe aus dem goldenen Zeitalter, von der du gesprochen hast? Aber das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, wenn es um Rasputin geht. Komm zur Einrichtung. Oh, Viecher? Sag bitte, ich kann Viecher. Bye, 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 bye. Ja, Baby. Und das hätten wir dann schon mal. Okay. Boah, ja. Sag's doch gleich. Danke. Wahrscheinlich diese Kampagne, oder werde ich auch wahrscheinlich dann. Geht's dann auch endlich mit der Folge? Ich glaube, es ist an der Zeit, die Vorhut zu Hilfe zu bringen. Nicht unbedingt die beste Idee. Savala wird nicht glücklich darüber sein, dass wir bei Bray herumschnüffeln. Er will, dass die Vergangenheit vergangen bleibt. Aber wir müssen da rein, um herauszufinden, was mit Rasputin los ist. Ui. Was war das? Vielleicht doch gleich, dass es Explosionen gibt. Wenn andere Explosionen produzieren können, kann ich das auch. Sieh mir das an. Ein Oger. Darf ich mal kurz? Oh Mann, fühlt sich das geil. Und Straßenplan AA1 Beinschutz. Als nächstes? Eine Forschungseinrichtung aus dem goldenen Zeitalter ist in einem Gletscher vergraben. Wohin denkst du? Triff mich am Eingang von Clovis Bray. Natürlich laufe ich die ganze Zeit rum, oder muss ich hier noch dahin? Und sonst mag ich das Spiel. Cutscene wahrscheinlich wieder. Ihr habt's geschafft. Scheint dich ja zu überraschen.
Tja, ist immer besser, auch echt besser mit Maske. Aber ihr wart super. Kommt, lasst uns sehen, was sich da drin befindet. Außer Horden gefrorener Schafe, versteht sich. Und das war's schon. Das war wahrscheinlich einfach alles so ein Qualitätstest. Und zu sehen, ob alles funktioniert. Weiß nicht, ob das Schuss dann besser ist. Nein, er ist mies. Nein. Naja, aber danke schön, ob ihr zugesehen habt und naja, bye.